Hallöchen, herzlich willkommen zurück zu Pumpkin Jack. Hier im Sumpf und kurz vor der Hexe, glaube ich. Wir hatten beim letzten Mal ein paar Ritte mit einem Geisterpferd und wir schauen mal. Diese Docks sind richtig gespenstig, Jack. Halt die Augen offen. Na gut, komm her. Und Angriff. So. Oh Gott, hoffentlich falle ich hier nicht in so ein Loch rein. Angriff! Oh, und da kommen noch ein paar. Okay, und da oben ist noch ein Kopf. Den lassen wir uns auch nicht entgehen. Na gut. Weiter geht's. Sieht das jetzt ist, dass wir noch ein Schwert auf dem Rücken haben. Das ist mir vorher gar nicht aufgefallen. Was ist hier geschehen? Hui. Das ist cool mit dem Gleiten. Puh, dieses Boot ist ganz schön heruntergekommen. Wer immer das gebaut hat, ist bestimmt noch, bestimmt schon lange tot. Oh, Moment mal. Zwei fehlen noch. Okay, okay. So. Mann, liebt die verwinkelt. Oh, wen haben wir denn da? Neuer Speicherpunkt. Ah, du musst Jack sein. Und woher willst du jetzt, woher willst du das jetzt wissen? Überschätze dich nicht, fair Mann. Nachrichten verbreiten sich hier schnell. Ich wurde schon im Voraus bezahlt, um dich zur Hexe zu fahren. Trinkgeld nehme ich aber trotzdem gerne. Erst das fliegende Pferd und jetzt auch noch ein geldgeiler Fährmann. Was kommt als nächstes? Beschwer dich ruhig so viel du willst. Aber ich bin der Einzige, der dich zu deinem Ziel bringen kann. Wie du meinst, ich hätte nichts einzuwenden gegen eine nette, ruhige Bootsfahrt. Hört sich doch gut an. Wer hat was von ruhig gesagt? Mitfahren. Alle einsteigen. Na gut. Das kann ja was werden. Genießt du die Fahrt? Gut, denn jetzt kommt der spaßige Teil. Es wird Zeit, an Bord zu gehen. Oh Gott. Ah, das ist das zweite Mal. Nein. Das ging aber ganz schnell. Das war das zweite Mal. So, keine Zeit verlieren. Steuerbord voraus, wir kriegen Gesellschaft. Oh Gott, wie viel Geist. Oh. Da kommt jetzt noch einer. Halt. Oh, oh, oh. Oh Gott, was machst du mit mir? Alter Schwede. Wird Zeit, von Bord zu gehen. Alter Schwede. Du machst mich fertig. Das ist ein magisches Boot. Das hast du erwartet. Oh. Okay, das hat schon mehr in sich. Aber auch bei 3 wird es am Ende nicht bleiben, mit den Toten. Und das wird sicherlich noch herausfordernd. Richtig herausfordernd. Also, fordernd sehr. Steuerbord voraus, wir kriegen Gesellschaft. Zeit, von Bord zu gehen. Oh!
Au, 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 au. Wir werden uns früher oder später wiedersehen. Vermutlich eher früher. Keine Zeit verlieren. Da vorne müssen wir nämlich jetzt, glaube ich, schnell wieder hinlaufen, um an Bord zu kommen. So ist es. Okay. Jetzt aufpassen. Es ist so ruhig. Aber ich glaube, wir sind doch jetzt da. Das sieht gut aus. Da sind wir und mir ist sehr wohl aufgefallen, dass du kein Trinkgeld gegeben hast. Du bist also nicht nur der große... Das war ein bisschen zu schnell. Schade. Egal. Wahrscheinlich sondern der Geizige oder so. Ja, einladen. All das hier wegen einer ollen Hexe. Ich hoffe, dass ihre Informationen unsere Strapazen wert sind. Was ist jetzt schon wieder, alter Kauz? Es ist dieser Wald. Ich kann es schwer beschreiben, aber er ist sonderbar. Ich spüre die Anwesenheit von Hexenmagie. Die kann nicht mehr weit sein. Pass auf, wo du hintrittst, Jack. Ich habe das Gefühl, dass es in diesem Wald gefährlich ist, wenn man sich nicht auskennt. Ein falscher Schritt könnte dein Ende bedeuten, wenn du nicht Acht gibst. Das alles weißt du, hast dann aber keine Ahnung, wie ich hier sicher durchkomme. Das nennt sich Nebenquest. Reite jetzt nicht darauf rum, sondern geh weiter. Ich wünschte, ich könnte dir helfen, doch dieses Mal bist du auf dich allein gestellt. Na gut. Was passiert, wenn Krähen deine Spur aus Brotkrumen auffressen? Die Krähen werden selbst zu Brotkrumen. Was? Eindeutig geht's hier lang. Gott. Geh weg. Nein. Au. Oh, das ist aber fies. Okay, das bleibt auf jeden Fall nicht bei 3. Vor allen Dingen, wenn man alle sammeln möchte, dann bleibt es definitiv nicht bei 3. Okay, die Krähen sind also unser Untergang. Das sind Krähen, das sind Krähen. Okay, ich habe die Botschaft verstanden. Ganz vorsichtig. Krähen, Krähen, hier geht's lang. Soll ich nach dem Weg fragen? Ne, da sitzen Krähen. Das ist keine gute Idee. Da wäre ich fast falsch abgebogen. Hui! Krähen? Keine Krähen. Sehr einladend. Das ist kniffliger, als ich dachte. Okay. Krähen? Krähen? Keine Krähen. Und da sind wir. Wir haben es geschafft, Jack. Ich kann es kaum erwarten, dich kennenzulernen. Krähen? Krähen? Keine Krähen. Ich glaube nicht, dass wir es geschafft haben, Jack. Nicht Jack. Jack. Wer auch immer du bist. Der Typ jagt mir Angst ein. Oh. Was machst du? Ich halte mich mal an diese Krähen-Vorgehensweise. Genauso, Jack. Immer schön locker aus dem Handgelenk heraus. Und 19 Stück haben wir. Ich glaube, ich muss das Spiel dann nochmal spielen. Mit 0 Boden. Vielleicht mache ich das auch im Stream oder so. Nein.
Okay. Das ist unsere Taktik, die Krähen. Aha, aha. Das ist doch die Hexe, oder? Ohoho, Jack, der Große ist zurück. Ich bin ja so ein großer Fan. Oh, schaut mich an, ich hab's mit einem echten Star zu tun. Geht doch, endlich zahlt sich mein hart erarbeiteter Ruhm aus. Mir wurde gesagt, du könntest womöglich ein paar Informationen über jemanden haben, den ich suche. Du meinst den Zauberer, den ich Retter der den Retter der Menschheit? Gewiss doch, das Gerücht hat sich schon bis zu mir geschwiegen. Das hätte ich mir denken können. Also, was weißt du? Vielleicht möchtest du ja seinen Namen erfahren. Seinen Namen? Ja, sag ihn mir. Oh, ja, Jack. Für eine Legende wie dich mache ich doch alles. Jetzt hör mir gut zu. Der Name des Zauberers lautet... Plop. 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 Was ist Plop denn für ein Name? Bitte für einen Name. Nein, nein, nein. Du betonst ihn nicht richtig. Man betont ihn... man betont es eher so. Plop. Gar nicht gut. Autsch. Ah, was zur Hölle machst du da? Eigentlich möchte ich dich nicht austricksen, Jack, aber ich bediene mich nur deiner Mittel. Du schlägst mich mit einem mit meinen eigenen Waffen? Touché, du Harpite. Ist das richtig? Aber denk dran, dass ich auch meinen Teil dazu beigetragen habe, Jack. Überlass das Reden mir, mein Süßer. Du klingst gerade echt verzweifelt. Setz mich sofort wieder ab. Ich fürchte, das geht nicht, Jack. Ich brauche hier etwas Magisches zusammen. Du bist die letzte Zutat, die mir noch gefehlt hat. Wir sollten gehen, Liebes. Sonst haben wir keine Zeit mehr für uns. Stimmt. Weg hier. Das ist eine Katastrophe, verdammt. Was machen wir denn jetzt? Wir werden uns Jack zurückholen, bevor sie seinen Kürbiskopf aushöhlen. Oder noch Schlimmeres. Aber wie? Du weißt doch, dass Jack in seinen Körper schlüpfen und ihn wieder verlassen kann, oder? Ja. Dann schlüpf du mal hin, mal rein. Rechts. Da wird mir gleich ganz anders. Jetzt nur nicht den Kopf verlieren. Haha, brech mir auf. Tada. Dieser Kürbis ist perfekt. Jetzt habe ich endlich alle Zutaten. Ich bin unterwegs zu dir, Jack. Oh Gott. Wie mache ich das denn? Oh, wiederbelebt. Nummer 4. Die Welt wurde viermal gerettet, Buh. Das ist cool. Böse Hexe. Die gute Hexe. Die gute böse Hexe. Ich lasse dich nicht aus den Augen. No. Hups. Ich weiß nicht, ob das mit Springen hier was bringt. Oh. Au. Au. Boah, das war knapp. Das war auch verdammt knapp. Da bin ich gerade noch so durch die Ecke gekommen, glaube ich. Eieiei. Oh! Und da sind wir. Haha, da kommen ja endlich unsere Gäste. Wer hätte gedacht, dass eine kleine Entführung da wahre Wunder wirkt? Gebt sofort diesen Kürbis zurück. Egal, was für einen scheußlichen Zaubertrank ihr da zusammenbraut. Wir werden euch aufhalten. Zaubertrank? Was für ein Zaubertrank?
Naja, der Zauberer, der Zauber halt. Ihr wisst schon, die Pilze, der Kessel, der besondere Kürbis, der besessene Kürbis. Oh, und du und dein Spatzenhirn. Das hier wird kein Zauber. Sondern unser Abendessen. Euer Abendessen? Klar doch, wir sind Veganer. Das hier ist ein Pilzeintopf mit Maggi. Aber warum wollt ihr mich dann essen? Kürbisse haben doch, haben auch Gefühle. Da hast du wohl recht, aber Kürbisse sind nun mal echte Vitaminbomben. Und gut für die Haut. Ganz besonders für die Besessenen. Ganz besonders die Besessenen. Wir Veganer leiden unter akutem Seelenmangel, wie du dir vorstellen kannst. Da können wir auf deine Gefühle keine Rücksicht nehmen. Ah, ihr habt doch beide einen Riss im Kessel. Ich mag vielleicht ein Feigling sein, aber ich werde Jack zurückholen. Willst du nicht noch zum Abendessen bleiben? Nun denn, du wirst einen netten Hauptgang abgeben. Ich möchte keinen Kratzer an meinen neuen Körper. Vogel, sei vorsichtig damit. Okay. Ja, einladen. Okay, so funktioniert das. Ab in die Augen. Na komm. Mist. Okay, das war erwischt. Jetzt lächle doch mal, Jack. Was kein anderer war. Oh, der geht direkt hoch. Na, werf mal hier rüber. Nimm mir dir einen Drink. Geht doch raus. Oder? Hey, Bäume töten ist ein Verbrechen an die Umwelt. Oh, verdammt. Okay, machen wir die erstmal weg und da kommen auch wieder die Augen. Nimm mal hier vorne einen Schluck. Zumindest, das lindert die Schmerzen. Ja. Ich brauche wirklich was gegen die Schmerzen gerade. Hier. Au, was soll das? Feigling. Das war knapp. Ich laufe mal in die Richtung. Oh. Oh. Okay, das war's, glaube ich. Nein! Au! Nein, da will ich doch nicht hinschlagen. So. Sehr gut. So. Und das hätten wir auch gleich. Und nochmal neue Stärke hier. Auf! Der kommt ganz schön häufig. Hau ab! Jetzt! Yes. Mist! Oh. Okay. Oh Gott. Ich muss mal gerade eine kleine Runde laufen. So. Schön, wieder ein bisschen leben. Ob das reichen wird? Sehr schön. Das ist unsere Chance. Nieder mit ihnen. Oh Gott, was machen die da? Komm her. Du
Ruhe in Frieden, oder? Halt durch, Jack. Ich bring dich wieder zurück zu in deinen heißgeliebten Körper. Das ist so abgefahren. Eieiei, nehmen. Hey, dort drüben, ich schätze, die Hexe hat sich einen neuen Zauberstab besorgt. Oh. Oh. Sehr schön. Pumpkin Jack. What a misstep. In their hubris to hunt down the wizard, Jack and his avian accomplices followed the only trail available that they could find in the woods. At the behest of a fawning merchant, Jack was sent on a wild goose chase in the hopes of meeting a powerful witch. Traversing the merciless landscape on horseback, and with the help of an ignoble ferryman, Jack's efforts soon paid off, and he met with the witch, only to have his own head stolen for their supper. With the assistance of the cowardly crow, Jack was reunited with his body. And now, with the wizard's trail run cold, Jack and his companions have only instinct and gumption to guide them. They hurry to follow the sounds of cannons and gunfire to find a city at war. Okay, da sind wir. Ich würde sagen, wir sind damit auch wieder am Ende einer Folge. Ich bedanke mich fürs Einschalten, hoffe, dass euch diese Folge gefallen hat. Und wenn sie euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Wenn ihr keine weiteren Folgen verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne abonnieren. Nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren. Und dann sehen wir uns zur nächsten Folge zurück. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.